Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect 2. Hier Ötchi-Ding. Hier TDFLP. Hier Shepard, der jetzt die Tür öffnen wird. Wir sind immer noch hier in diesem Wannabe-Gefängnis von der Alten. Ja, und ich hoffe, wir können die jetzt töten. Weil die stinkt. Und ich mag keine stinkenden Leute. Deswegen müssen wir die jetzt ausschalten. Fancy. Na, erstmal müssen wir hier drauf zugreifen. Bing. Oh, Element Zero. Nice. Versuchen Sie ruhig, mich aufzuhalten. War ich doch. Na jetzt, was soll ich jetzt? Soll ich jetzt noch irgendwas machen? Ah, ein Fahrstuhl. Bing. Ich werde euer Tod sein. Gehen Sie vom Reaktor weg. Sie haben alles ruiniert. Ich kann das Flüstern nicht mehr hören. Umdrehen. Sofort! Sie haben mir alles genommen. Ich werde die Ankunft der Reaper nicht erleben. Pech! Oh, shit. Sie hätten nur weiter... Boom! Just... Shit. Hab ich ihr ein Handy gegeben? Sicher habe ich ihr ein Handy gegeben. Warnung, Kollision steht bevor. Warnung, Kollision steht bevor. Warnung, Kollision steht bevor. Mit dem Reaper-Portal. Warnung, Kollision steht bevor. Ja, ist doch gut. Warnung, Kollision steht bevor. Shepard, lauf. Warnung, Kollision steht bevor. Lauf weg. Joker, hier ist Shepard. Holen Sie mich ab, sofort. Kommunikationssystem beschädigt. Verdammt! Evakuierungsprotokolle aktiv. Das gesamte Personal zu den Rettungsshuttles. Wo finde ich ein Rettungsshuttle? Nehmen Sie den Aufzug von diesem Raum zum externen Zugang. Begeben Sie sich von dort aus zum Kommunikationsturm. Die verbliebenen Rettungsschuttles befinden sich auf dem Landeplatz des Turms. Ich muss zu diesem Kommunikationsturm und einen Shuttle erwischen. Meine einzige Chance. Let's go, bitch. Let's do this. Ach, da oben ist mein Freund. Das ist schön, dass er noch lebt. So, wo ist jetzt hin? Tür. Beobachtungsdeck. Tür. Comm Tower. Let's do this. Du warst gefangen? Kann sein. Das kann gut sein. Was gibt's hier? Analyse-Daten. Wir sammeln einfach alles. Was das wohl ist? Alles einsammeln, was geht, Leute. Immer alles sammeln. Warum nicht? Hey, es macht uns stärker. Kann uns nicht schwächer machen. So. Hopp, 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 hopp. Tür. Zu. Alles ist zu. Überall sind keine Gegner mehr. Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Hier, ich konnte irgendwas sammeln. Oh, er kommt uns da. Of course. Energiezelle. Okay.
hier jetzt ganz schön eine Party ab. Ich muss mich erstmal kurz konzentrieren. Hier, ihr Pisser. Hört mal zu. Was? Muni ist leer. Bullshit. Ich akzeptiere kein Versagen. Oh mein Gott, wir nähern uns andauernd dem Scheiß. Das ist schon was. Scheiß Portal. Ich geh jetzt hier durch. Fünf. Nein, das ist das letzte Shuttle. Sie haben uns zurückgelassen. Verdammt. Ich muss einer zum Kommunikationsturm. Hoffentlich ist die Lampe, die auf dem Pack. AIDS hier. Och, diese Granaten, Kinners. Ey, man kann aber auch anfangen zu spammen. Vor allem, ich höre nichts. Das gibt mir auch mal Sinn. Alter. Leute, es ist an der Zeit. Ja, mach das Schild hoch, du Noob, Alter. Jetzt in den scheiß Turm bitte. Ohne ohne stressige Wachen. Und mir richtig hart auf den Sack gehen, aber da kommen schon noch welche. Wir haben noch viel zu viel Zeit. Dass nicht noch welche kommen. Ich kann hier einfach ins Portal schießen. Ding. Ich konnte irgendwas aktivieren. Externer Kommunikationskanal offen. Open. Shepard an Normandy. Joker, hören Sie mich? Oh, fuck. Ein Kollektorentyp. Shepard, Sie werden langsam lästig. Sie bekämpfen das Unvermeidbare. Staub der kosmischen Winden trotzt. Das mag Ihnen wie ein Sieg vorkommen. Ein Sternsystem geopfert. Doch selbst jetzt sind Ihre größten Zivilisationen dem Untergang geweiht. Ihre Herrscher werden darum betteln, geerntet zu werden. Manche Menschen haben Angst davor, dass die Reaper einfach zu mächtig sind. Aber wenn das Alpha-Portal zerstört ist, wird jeder begreifen, dass es möglich ist, die Reaper zu bekämpfen und zu siegen. Wir mögen unbedeutend sein, aber wir werden kämpfen. Wir werden Opfer bringen. Und wir werden einen Weg finden. So sind Menschen nun mal. Sie sollen wissen, während sie sinnlos sterben. Ihr Ende wird kommen. Ihre Spezies wird fallen. Machen Sie sich bereit für die Ankunft. Ich bin gespannt, was er zu sagen hat. Normandy zur Abholung im Anflug. Verstanden. Oh, hell yeah, we did it. Bitches, we did it. Bring's uns raus, Joker! Shit.
Das war epic. Epic! Nom 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 nom, epic! Anscheinend haben sie sich erholt. Admiral Hackett. Klingt, als wären sie da unten durch die Hölle gegangen. Wie geht es Ihnen? Gut. Keine Visionen mehr, falls Sie das meinen. Ich hätte nicht erwartet, Sie hier zu sehen. Sie sind da raus, um mir einen Gefallen zu tun. Also wollte ich die Nachbesprechung selbst machen. Das war, bevor das Massenportal explodiert ist und ein gesamtes batterianisches System vernichtet hat. Was zum Teufel ist da draußen passiert, Commander? Mein Bericht enthält sämtliche Details. Ich hatte gehofft, es von Ihnen persönlich zu hören. Nein. Ohne das gelesen zu haben. Sie haben also Kensons Beweis bestätigt. Ja, habe ich. Sie hatte einen Reaper-Artefakt, das ihr Visionen von deren Ankunft schickte. Und Sie glauben wirklich, dass die Reaper-Invasion eine Bedrohung darstellte? Ganz ohne Zweifel. Uns blieben buchstäblich nur noch Minuten. Verstanden. Ich will nicht lügen, Shepard. Die Batterianer werden Blut sehen wollen. Es gibt genügend Beweise für eine Hexenjagd. Und wir wollen keinen Krieg mit den Batterianern. Aber nicht, solange sich die Kollektoren da draußen unsere Kolonisten... I don't care. Was meinen Sie damit? Sie haben aus sehr guten Gründen gehandelt, aber... In dem System lebten über 300.000 Batterianer. Sie sind alle tot. Tja. Um eine Reaper-Invasion aufzuhalten, ist jedes Opfer gerechtfertigt. Da gebe ich Ihnen recht. Ich bedauere zwar die Verluste der Batterianer, aber jemand muss eben solche Entscheidungen treffen, die Opfer erfordern. So ist es. Leider wird das nicht jeder so sehen. Das ist egal. Das ist egal. Was schlagen Sie also vor? Die Beweise gegen Sie sind bestenfalls lückenhaft. Aber irgendwann werden Sie auf der Erde vor Gericht erscheinen müssen. Das kann ich nicht verhindern, aber ich sorge dafür, dass es Ihnen nicht leicht gemacht wird. Ich verhindere eine Reaper-Invasion und soll dafür angeklagt werden? Es ist nicht so, dass ich das will, Shepard. Aber Sie sind ein praktischer Sündenbock, um einen offenen Krieg zu verhindern. Tun Sie da draußen, was Sie tun müssen. Und wenn die Erde ruft, erscheinen Sie in Ihrer besten Uniform und stellen Sie sich den Vorwürfen. Bis dahin behalten Sie das. Ich brauche Ihren Bericht nicht, um zu wissen, dass Sie das Richtige getan haben. Jawohl, Sir. Das war eine große Leistung, Commander. So ist das Leben. Das ist so. Bing. Yeah, we did it. Das war eine coole Mission. Mit dem Knastausbruch, bis zu diesem Reaper-Teil, bis zu dem Massenportal zerstören. Das war geil. Oh ja, stimmt jetzt hier Commander, erstmal. Sie haben auf Presse ihrem privaten Terminal Mann! Erhalten. Ah. Tech Lab. Bing. Panzerungs-Upgrade. Medige Kapazität. You. Yes, yes, yes. We can go again. Dup, 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 dup. So. Miranda möchte Sie sehen. Oh, Miranda möchte mich sehen. What the fuck? Okay, warte, müssen wir hier kurz raus. Raus. Wo ist Miranda? Ist die alte Ho? Ja, wie ist? Mannschaftsquartier bestimmt. Miranda! Das ist die Schwarzhaarige, ne? Die diese hässliche Maske an hat. Manchmal. So. Miranda, bist du's? Bist du hier? Shepard, die Herrentoilette ist auf der Backbordseite des Sorry. Schiffes. Miranda, bist du's? Was ist denn? Der Kontakt zu New Kenton ist abgerissen.
Möglicherweise die Kollektoren. Das Steuerbord-Beobachtungsdeck ist geschlossen, bis es gebraucht wird. Sorry, warten wir nicht. Miranda, bist du hier drin? Miranda ist auch nicht drin. Hier vielleicht? Miranda, bist du es? Kasumi? Ja, eine Rose. Die rote Rose. Das war in meiner Anfangszeit meine Visitenkarte. Immer wenn ich etwas stahl, hinterließ ich am Tatort eine einzelne rote Rose. Erst als ich Keiji kennenlernte, wurde mir klar, wie albern das war. Durch ihn habe ich immer sofort gemerkt, wenn ich gerade mal wieder sentimental bin. Small! Mit Schnaps trinken. Ich könnte doch von Schnaps trinken. Oh. Schnaps. Bing. Gönn dir, Shepard, gönn dir. Rein weg. Und jetzt hau die. We're getting drunk, bitch. Nice. Okay. Wo ist diese Ho? Fuck my life. Muss ich jetzt das ganze Deck absuchen nach der alten? So hier. Waren Sie nicht ursprünglich auf Horizon stationiert? Bei deiner Mutter nicht? Wäre ich nicht ursprünglich auf Horizon stationiert? Mirandas Büro. Da sind Sie praktisch einer Kugel ausgewichen. Was gibt's, Alter? Shepard. Grüß. Ich bin in der unangenehmen Lage, Sie um Hilfe bitten zu müssen. Oh. Ich bespreche ungern persönliche Angelegenheiten. Aber es ist wichtig. Of course. Miranda, Sie gehören zu meiner Crew. Was beschäftigt Sie? Mein Vater war sehr wohlhabend. Er wollte die perfekte Tochter und hat viel Geld dafür ausgegeben, mich genetisch quasi maßzuschneidern. Als ich erfuhr, dass mein Vater mehr an der Kontrolle einer Dynastie interessiert war, als am Großziehen einer Tochter, bin ich gegangen. Erzählen Sie mir die Kurzversion, Miranda. Ich habe eine Schwester. Wir sind Zwillinge. Als ich ging, habe ich sie mitgenommen und ihr ein richtiges Zuhause besorgt. Sie ist jetzt auf Ilium und führt ein normales Leben bei einer normalen Familie. Sie ist sicher und für unseren Vater unerreichbar. Aber nun habe ich erfahren, dass seine Leute kurz davor sind, sie aufzuspüren. Ich muss sie in Sicherheit bringen. Was soll ich dabei tun? Mein Vater ist extrem hartnäckig. Ich möchte auf Ilium sein, wenn Cerberus die Familie umsiedelt, um dafür zu sorgen, dass ihr keiner seiner Agenten zu nahe kommt. Mein Kontakt heißt Lanteia. Sie wartet in der Lounge bei der Andockbucht von Nos Astra auf uns. Okay, dann helfen wir ihrer Schwester, weil wir Good Guys sind. Wir sind immerhin Shepard. Shepard und der Rest. Da machen wir das. Easy peasy. Jack würde gerne mit Ihnen reden, Commander. Who the fuck is Jack? Ich glaube, das ist der, den wir am Anfang getroffen haben. Jacob. Was gibt's? Commander, tut mir leid, ich hatte seit dem Start noch keine Zeit, mich bei Ihnen zu melden. No problem. Freut mich, dass ich an Bord sein darf. Und natürlich. Ich muss mich entschuldigen. Ich bin wegen einer persönlichen Sache ein wenig unkonzentriert. Du auch! Was wird meine Pflichten nicht beeinträchtigen? Wenn es meine Crew betrifft, geht es auch mich etwas an. Sir, ich will nicht von unserer Mission ablenken, zumal sich das Ganze als haltlos herausstellen könnte. Aber... Nun, ich habe neulich Nacht Nachrichten von einem Geist erhalten. Familie. Sie vergeuden meine Zeit. Kommen Sie zum Punkt. Was ist geschehen? Mein Vater war erster Offizier auf einem Schiff, das vor 10 Jahren verschwunden ist. Ich hatte davor 3 Jahre lang keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt. Sein Schiff, die Hugo Gernsback, hat letzte Woche SOS gefunkt. Sie ist abgestürzt und fordert nun Rettung an. Einfach so. Aus dem Nichts. Es könnte einfach nur ein automatisches Notsignal sein. Es ist immerhin schon sehr lange her. Möchten Sie, dass wir uns das Wrack mal ansehen und feststellen, ob es echt ist? Wenn die Koordinaten nicht zu weit ab von unserem Kurs liegen, könnte man zumindest das Wrack überprüfen. Und wer weiß, vielleicht ist dort ja wirklich noch jemand am Leben. Ich möchte außerdem erwähnen, dass ich normalerweise nicht so einfach nach SOS-Signalen suche. Es wurde über die Cerberus-Filter meinem persönlichen Log zugestellt.
Ich denke, wir können uns das erlauben. Geben Sie die Koordinaten an Joker weiter. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Ich rechne zwar nur mit alten Knochen, aber es wäre gut, den Fall endlich zu den Akten legen zu können. Alles klar, Jacob. Nach Elia fliegen. Ja, okay, machen wir. Keine. So, wir noch einmal mit mir quatschen. Der Doktor. Jack würde gerne mit Ihnen reden, Commander. Habe ich gerade mit ihm geredet? Who the fuck is Jack? Das ist Jack. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Zurück an die Ach, Arbeit. Jack ist die Alte mit der Glatze. Holy shit, wo ist sie denn? Ich hab keine Ahnung, wo sie ist. Okay, Leute, dann werden wir jetzt, beziehungsweise ich werde jetzt off-Folge diese Alte suchen. Und dann in der nächsten Folge schalten wir da rein und quatschen dann mit der. Und dann haut rein und bis zum nächsten Mal. Und dann machen wir auch die ganzen Missionen, die uns geben. Ciao, bis dann.